Servus zusammen und willkommen hier zu unserem Projekt Big Farm auf der wunderschönen Neubartelshagen. So schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt oder zugeschaltet habt und mit dabei seid. So ist es, glaube ich, eher richtig. Hier steht unser Fendt, unser Großer, und da haben wir, ja, ein Güllefass, zwar nur ein kleines, aber damit haben wir hier schon mal auf den Feldern angedüngt und haben unsere Gärreste aus der BGA hier verteilt. Und hier drüben seht ihr es, habe ich in der Zwischenzeit schon mal die ersten Wiesen gemäht und Ballen gewickelt, Silageballen gewickelt. Wir sind hier bei 25%, denn das Fermentersilo kommt eigentlich nicht hinterher. Die BGA läuft eigentlich die meiste Zeit leer und deswegen werden wir dann hier, ich denke spätestens im nächsten Monat hier dann Ballen noch zusätzlich einwerfen können. So, wir schauen mal ganz kurz nach oben, damit ihr mal seht, wo wir im Moment stehen und wie hier jetzt das Ganze aussieht. Wie gesagt, da haben wir unsere Ballen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal nur hier hingeworfen. Wir werden uns dann nächsten Monat dann einen schönen Teleskoplader kaufen. Und damit werden wir dann die BGA füttern. So, hier sind unsere Felder. Und wie ihr hier schon sehen könnt, wird heute auch ein bisschen das Thema Unkrautbekämpfung hier bei mir in dieser Folge oben stehen, denn dieses Feld habe ich gespritzt. Das sind unsere Sonnenblumen und irgendwo müsste auch die Spritze dann da hinten stehen. Und hier haben wir noch Unkraut drauf auf dem Maisfeld. Das sind unsere Wiesen, die ich abgemäht habe. Und auch dieses Feld hier habe ich bereits bearbeitet mit der Spritze. So, das Feld hier drüben habe ich jetzt auch als Grasfeld angesät, komplett. Und da bin ich am Überlegen, ob wir hier dann nicht das Feld hier noch einteilen und dann hier so ein schönes viereckiges Feld hinbekommen und dann eben dort ja auch irgendwas anpflanzen, wie zum Beispiel Sonnenblumen, und dann den restlichen Bereich eben als Wiese lassen für unsere Kühe, die wir uns ja dann demnächst holen möchten. Ja, Thema, und da gehe ich erstmal wieder zurück auf den Boden, Thema Unkrautbekämpfung. So, auf diesem Feld, das müsste eben die erste Wachstumsstufe sein, steht Unkrautmittel und Hacke. Mit der Hacke habe ich bis jetzt noch nie gearbeitet. Ich gebe zu, ich habe mit dem Striegel gearbeitet oder halt eben mit dem, ja, mit der chemischen Keule. Und wie gesagt, hier drüben ist bereits das Unkraut bekämpft. Ne? So, ist im Wachstum und ist bekämpft. Und jetzt sehe ich eben hier drüben auf Feld Nummer 4, da gibt es übrigens auch einen Auftrag dazu, den würde ich auch gerne annehmen wollen. Hier ist Sorghumhirse und hier ist der Striegel. Soll hier angewandt werden. Gut, wir schauen mal ganz, ganz kurz rein. Stopp, hier müssen wir rein. Und zwar hier ist ein Auftrag Unkrautbekämpfung, und zwar mit einem Striegel. Und das würde ich gerne machen. Einfach nur mal so, ja, aus Erfahrung bzw. der Neugierde halber. Deswegen werde ich jetzt auch hier das Gerät ausleihen. So, da haben wir den Messi. Den werden wir jetzt auch gleich mal zum Shop bringen. Denn als nächstes möchte ich gerne mal eine Hacke ausleihen. Denn was mich jetzt ein kleines bisschen irritiert, ist ja, dass bei der Hacke, und das zeige ich euch dann gleich im Shop, dabei steht ja immer bei Getreide. Deswegen habe ich die noch nie groß eingesetzt, weil, wie gesagt, bei Getreide, Weizengetreide. Und hier drüben haben wir ja ein Maisfeld, und jetzt dürft ihr mich natürlich gerne auch auslachen. Aber wie gesagt, ich möchte das jetzt gerne mal ausprobieren, ob das dann auch hier funktioniert oder ob er das eben verweigert. Jetzt ist es ja so, wenn wir die Hacke benutzen, dann ist das ja eine mechanische Art der Unkrautbekämpfung. Aber da muss ich mal gucken, glaube ich, haben wir keine so großen Spannweiten, logischerweise nicht, wie wenn wir mit der Spritze rüberfahren. Da haben wir ja 25, 28 oder 32 Meter. Und wenn wir natürlich mit der Hacke rüberfahren, müssen wir wesentlich, ja, müssen wir häufiger übers Feld fahren. Und das bedeutet natürlich jetzt wieder Bodenverdichtung. Also das würde mich dann auch irgendwo in Buschen interessieren, inwieweit sich das natürlich dann auch irgendwo hier bei unseren Gummipunkten auswirkt, was natürlich, stopp, hier,
die Umweltbewertung von unseren Feldern. Ja? Okay, so, jetzt machen wir aber erstmal Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal in den New Holland. So, Gewicht brauchen wir anscheinend nicht für den Striegel. So, ihr seht, da steht übrigens noch ein Wender, den ich hier mal... Ah, da ist das Gewicht. Und da steht ein Wender, den ich also günstig erworben habe, natürlich wieder im Gebrauchtwaren- bzw. Gebrauchtgeräte-Shop. So, stopp, 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 stopp. Sehr schön, da ist er. Da hängen wir ihn doch mal dran. Wie gesagt, mit dem Striegel habe ich schon öfters gearbeitet. Aber da kenne ich das halt eben, dass man den benutzt, wenn noch keine Wachstumsstufe ist. Deswegen finde ich das jetzt ganz interessant, dass wir das da hinten machen. Aber wie gesagt, ich kann mich jetzt auch ein bisschen, ja, ich kann mich auch täuschen oder irren. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr bei der Unkrautbekämpfung gemacht habt. Natürlich mit der chemischen Keule sind wir flexibler mit der Spritze, da können wir auch düngen. Und wir haben natürlich da einen größeren Radius, wenn wir eben dann hier mit zum Beispiel 32 Metern übers Feld fahren. So. So. Einmal Vorgewende bitte. Und jetzt will ich mal hoffen. Ist für Lohnarbeit reserviert. Ja, soweit korrekt. So, jetzt, also auf jeden Fall macht er keine Fahrspuren und der zerreißt und zerpflückt hier auch nicht das Material. Das scheint zu funktionieren. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein. Aktiv 1%. Okay, also es funktioniert. Wie gesagt, bin ich ein kleines bisschen, weil ich war immer der Meinung, das müsste man machen, wenn das Angesäte noch nicht zu sehen ist. Aber wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr da auch andere Erfahrungen gemacht habt. Ich finde es interessant, weil, wie gesagt, mit dem Striegel hier kann man auf jeden Fall einiges schaffen. Ich glaube, 15 Meter hat das Gerät hier Spannweite. Aber da schauen wir dann gleich nach, wenn wir nämlich uns dann um die Hacke kümmern. So. Dann fahren wir ja noch einmal zurück und dann schicken wir den Helfer los. So, aber man sieht das Unkraut auch jetzt hier bei der Sorghumhirse. Ich glaube, das war ja hier auf dem Feld. Sieht man auch kaum. Das Ganze schauen wir uns dann gleich mal auf der Karte an. Ja, und dann, wie gesagt, möchte ich mal ausprobieren, wie das eben aussieht, wenn man mit der Hacke hier über das Maisfeld fährt, ob das wirklich funktioniert. Ja, heute steht mal die Folge im Zeichen, dass wir probieren mal ein bisschen was aus. So. Und halt. So, und der Helfer übernimmt. Wir schauen jetzt mal kurz rein, wie sich das Ganze verhält. Unkraut. Okay. Ja. Scheint zu funktionieren. Okay. So, wir gehen in den Shop und schauen mal. Das müsste hier sein. Da haben wir den Striegel, weil Striegel sind eben auch die Hacken. Und mit der Hacke entfernst du kleines, mittleres Unkraut von Feldern mit jungen Getreidepflanzen und verbesserst so den Feldzustand. Und das kannst du nur während der ersten Wachstumsphase der Pflanzen nutzen. So, jetzt kann es natürlich auch wieder sein, dass es dann zwischen Precision Farming und nicht Precision Farming hier einen gewissen Unterschied gibt. Aber wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren. Und das Gerätchen hat 9 Meter. Ja, wir schauen mal bei uns rein. Da habe ich die Spritze gekauft von John Deere und die hat 28 Meter. Ja, also relativ einfach. Mit der Spritze fahren wir einmal und mit der Hacke müssen wir dreimal rüberfahren. Also das zum Thema Bodenverdichtung. So, wo waren wir denn? Hier ist es. Aber wir probieren es mal aus. Interessiert mich einfach. Und deswegen werden wir das Ganze eben auch mieten.
So, zack, zack. Und dann sind wir hier wieder bei unserem Messi. So. Farblich sehr gut aufeinander abgestimmt. Würde ich sagen, oder? Ja. Was habe ich da gerade gesehen? Lohndienstleistung abgeschlossen. So, wir klappen aus. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier die Pflegebereifung brauchen, oder? Oder macht er hier Fruchtzerstörung? Nee, eigentlich nicht, oder? Ist ja das... Ja, von der Wachstumsphase müsste das ja eigentlich gehen. So, jetzt schauen wir mal. Nö, er fährt. Okay, gut. Ah, da ist ja auch unsere Spritze. Sehr schön. Gut. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das Ganze macht. Okay. Ja. Also kann man die Hacke auch einsetzen. Eigentlich passt das ja wunderbar hier fast von den Rillen, von der Spurbreite. Eben auch zum Beispiel bei Mais. Okay, weil wie gesagt, ich war ein bisschen irritiert, weil hier steht immer, dass man eben nur für mit jungen Getreidepflanzen, während beim Striegel steht das ja glaube ich nicht, doch da steht auch, beim Striegel steht ebenfalls mit jungen Getreidepflanzen und den Feldzustand. Okay, gut. Ja, dann schauen wir hier nochmal, ob das auch wirklich sauber funktioniert. Doch, das sieht gut aus. Er macht hier die Unkrautbekämpfung. Ja, dann lassen wir ihn mal fahren. Wir schauen mal, 96, das hatten wir vorhin schon. Und wenn wir uns das Ganze jetzt angucken bei der Bodenbearbeitung, sind wir bei 9,6. Okay. Es scheint sich zumindest im Moment noch nicht negativ auszuwirken. So, was haben wir denn hier noch für Alternativen? So, der Einböck, 9 Meter, den haben wir am Start. Das hier ist ein Striegel, 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 Striegel. Das Gerät entfernt und verbessert. Das ist eine Hacke. Stopp. Striegel, Grimme, Grimme, Hacke. 1,50 Meter, 2,50 Meter, 6 Meter. Ja gut, ich meine natürlich, dass man nicht vergessen darf, 19.000 ist natürlich ein Unterschied zu einer Spritze, die halt dann doch gleich... Was kostet eine Spritze? Jedenfalls eine von denen, die wir haben. Die Johnny... Ja gut, 52.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat die Hacke jetzt auch so um die 52 rum gekostet. Okay. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, mit 6 Metern, boah. Und das andere waren 28. Also gut, da sind wir natürlich ganz schön oft am Fahren und der Kollege wird hier auch seine Zeit brauchen, um das abzuarbeiten. Aber wie gesagt, ich finde es interessant und das war jetzt für mich auch eine kleine Erfahrung und vielleicht hilft euch das ja auch ebenfalls ein bisschen bei der Überlegung, wird man jetzt zukünftig das Ganze mechanisch machen oder wird man bei der Spritze bleiben? Also tendenziell muss ich sagen, von dem Arbeitsaufwand und allem drum und dran ist eventuell die Spritze ja doch vielleicht... die bessere Wahl. Wer aber natürlich hier sich sagt, ich versuche es hier ein bisschen auf Bio, dann sollte er natürlich die mechanische Version benutzen und dann eben mit Striegel und Hacke arbeiten. Apropos Striegel. Ja, der Kollege fährt auch weiter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay.
So, ich wollte jetzt hier nochmal ganz kurz gucken. Gucken. Wobei, wir können natürlich auch hier reingehen und in die Produktion schauen. So. Ja, 9100. Natürlich wird jetzt keine Silage verarbeitet. Und hier haben wir 1915. Ja, wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall mit den Ballen arbeiten. Es hilft nichts. Alternativ wäre natürlich die Möglichkeit, noch ein zweites Fermenter-Silo dahinzustellen und dann über zwei Silos zu arbeiten. Aber wir müssen unsere BGA auf jeden Fall gut am Laufen halten, damit hier auch Geld reinkommt. Und dazu werden wir dann halt, wie gesagt, hier intensiv mit den Silageballen arbeiten. Und was die Silageballen angeht, ist natürlich auch die Überlegung, und da schauen wir jetzt auch gleich mal rein, ob das an der Stelle ist, nämlich das neue DLC anzuwenden mit diesen schönen Gerätchen. Denn wenn wir da unser Häckselgut haben, dann können wir natürlich das hier abladen und dann eben Mais-Silage, Häckselgut-Silageballen produzieren. Und dann müssten wir eigentlich auch, ja, die machen 150 cm, auch ein bisschen größere Ballen. Und das wäre eben dann die Alternative zum Fermentersilo, damit wir da auch dann immer genügend Material zum Nachschieben haben. Okay, so sieht das Ganze aus. Jupp, da wird das Ganze dann eingefüllt. Und da wird gewickelt und dann wird es hier vorne ausgeworfen. Okay, das können wir dann mit Sicherheit auch mal in einer der nächsten Folgen dann testen, wie hier der Göval Vario Master funktioniert. Ansonsten, wenn ihr da schon Erfahrungen habt mit dem Gerät, dann schreibt es doch einfach auch mal in die Kommentare. Macht es Sinn, macht es keinen Sinn, denn bei 260.000 Euro ist dann schon ein ganz schöner Batzen und da muss man sich dann überlegen, ob man das Ganze dann doch nicht ins Silo wirft, denn das Geld kommt ja nochmal extra dazu und es muss ja auch betrieben werden, meines Wissens hier mit der Zapfwelle, da muss dann noch ein Traktor dran und ja. Schreibt mir mal, wenn ihr schon die ersten Erfahrungen gemacht habt. Also ich persönlich werde es mit Sicherheit noch ausprobieren. Ob wir die Maschine dann gleich kaufen oder die Maschine erstmal mieten, das müssen wir uns dann anschauen. Was kostet denn das Ganze, wenn man es mietet? 5.449 pro Arbeitsstunde. Ja, okay. Wenn man natürlich die großen Felder, die wir haben, hier abarbeitet, dann werden wir da schon auf einen ordentlichen Betrag kommen. Gut, sei es drum. Wir schauen noch mal ganz kurz rein. Er fährt hier fleißig das Unkraut weg. Man sieht es hier schön. Hier sind die Unkrautfelder. Oder die, hier ist das Unkraut und er tut es schön weghacken. Nicht schlecht. Und der Kollege hier arbeitet sich auch und dann werden wir den Auftrag hier noch zu Ende bringen. Ich möchte mich an der Stelle wieder mal recht herzlich für euch oder bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei allen Neuabonnenten hier bei mir auf dem Kanal, die den Weg hier gefunden haben und auch zukünftig immer hier mit dabei sein wollen. Also ich sage recht herzlichen Dank für euer Feedback. Ich darf mich wie immer für diese Folge recht herzlich bei euch bedanken und verabschieden mit Tschüss, ciao, servus, bis zum nächsten Mal, euer Bahnfahrer.